Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. Super Mario World, World 1, 2, 5, Verstecke, ein One-Up. Von Liam Feist, beziehungsweise hier Liam. 22,22% Abschlussrate, es ist ganz frisch hochgeladen, 10.4. Jetzt fragen sich einige, ey, warum? Er hat mir das Level gesendet. Und ja, er hat anscheinend einen Re-Upload davon gemacht, warum auch immer. Bloß ich wollte ihn halt dann jetzt auch nicht ohne dastehen lassen, weil er hat es ja eingesendet. Warum er sein altes gelöscht hat, kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich gab es da ein paar Komplikationen. Oh, ich habe ein One-Up. Habe ich jetzt das eine One-Up gefunden? So, damit ist das One-Up schon mal erledigt. Das heißt, es ist nur noch die 5 Verstecke finden. Das erinnert mich jetzt hier an diese Dinger, die immer so runter und hoch fahren. Okay, hier komme ich wieder nach unten. Jetzt die Frage, muss ich jetzt nach unten, muss ich nach oben? Viele Wege führen nach Rom, oder wie war hier die Devise? Und jetzt? Ich springe jetzt einfach mal hier runter, Blind Jump. Eigentlich war es mir ein Glücksjump. Oh, warte mal. Ich weiß, was ich hier möchte. Nee, erst nehme ich mir den Checkpoint. Oh, Hammer, Bruder. Hammer, Bruder? Sind die krassesten Brüder. Auch hier. Moment, das ist jetzt schon 2 ab. Okay, komm her. Und tschüss, mein kleiner Hammerbruder. So, was haben wir hier drunter? Münzen. Mhm. Da brauchen wir einen P-Switch. Das sehe ich schon. Das rieche ich. Das rieche ich, sag ich mal so. Oh, das ist nice. Nice. Wait. Ich dachte gerade, das wäre eine Lakitu-Wolke, weil die Wolke mich da verfolgt hat. Moment, da oben ist irgendetwas drin. Weiß aber noch nicht was. Okay, gut. Naja. Notfalls könnt ihr es ja selber mit der Röhre herausfinden. Dum, 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 dum. Okay, das ist das Ziel. Ich habe auch gar nicht alle Geheimverstecke gefunden. Okay, 3 One-Ups. Aber wo war jetzt der P-Switch? Ach nee, dahinter geht er nicht. Hm. Der Mario Maker. Cool, nochmal. Komm mir vor, wie sie bei Silvester. Geht das doch andersrum? Was für ein Feuerwerk der Harmonie. War auch ein bisschen Harmonie. So. Welt 1, 2, 5 Secrets, 1-Ups. So. Seine Frage war, ob dieses Level entsprechend Welt 1, 2 würdig ist. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Optik war in Ordnung. Die Levelmechaniken, es gab da was mit einem P-Switch, es gab da was mit einer Ranke, man musste da ein bisschen hin und her denken, war gegeben. Der Levelname im Inhalt, das ist halt immer so schwer mal zu sagen. 5 Secrets, 1-Ups. Oh, jetzt verstehe ich es. 5 versteckte 1-Ups.
Okay. Gut, das heißt, drei habe ich gefunden. Das heißt, zwei Secrets fehlen mir. Es gab keine Gegnerflut und es gab keinen Troll. Dann zähle ich ganz kurz durch. Du siehst die Sterne selber gerade im Stream. Hast jetzt schon 5 Sterne. Komm. Machen wir gar nicht lang drum herum. Den Stern hast du dir verdient. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr auch Level habt und die bewertet haben wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu einem Formular, wo ihr euer Level einsenden könnt. Und natürlich könnt ihr das Ganze dann hier auf YouTube bzw. später auch mal auf Twitch live sehen. Oder halt als Video dann als Upload auf meinem Kanal. Ich bedanke mich, freue mich, wenn ihr die ganzen Videos teilt und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.